Weitere Updates, neue Infos und mögliche Änderungen in Bezug auf die Drohnengesetze und EU-Drohnenverordnung, speziell in Bezug auf die DJI Mini 4 Pro, aber auch die Mini 3 und Mini 3 Pro Modelle, zum Beispiel zum Thema feste Höhenlimitierung auf 120 Metern, was sich in den vergangenen Tagen dort durch Firmware-Updates getan hat, aber auch was uns in Kürze da nochmals erwarten wird. Dann das Thema nachträgliche Klassifizierung der Mini 3 Modelle. Und wie sieht es aus mit einem möglichen Drohnenklassenwechsel für die Mini 4 Modelle zwischen der Drohnenklasse C0 und C1? Was könnte da auf uns zukommen? Und noch das ein oder andere weitere Thema, das alles hier in diesem Video. Hallo und willkommen bei drohnen.de. Heute wollen wir so ein bisschen Deep Dive Video machen, also wirklich in die unteren Detailschichten reingucken von den Drohnengesetzen zu ein paar Spezialthemen. Wenn ihr in Sachen Drohnengesetz noch nicht ganz so fit seid oder noch nicht ganz so tief mit einsteigen wollt, sondern erstmal eine grobe Übersicht haben wollt, dann am besten auf drohnen.de reinschauen. Da gibt es oben einen großen Menüpunkt Gesetze und EU-Drohnenverordnung. Da ist alles nochmal in Summe erklärt, auch nach Drohnenmodellen, was ihr je Modell dürft oder nicht dürft. Und hier auf dem YouTube-Kanal gibt es von uns auch noch einige Videos dazu, zum Beispiel das große Video von vor 1 bis 2 Wochen, wo es darum geht, alle Änderungen, die 2024 in Kraft treten werden und die uns da treffen werden. Und auf Basis von dem Video, da sind einfach nochmal viele Fragen entstanden, noch viele Diskussionen gekommen, zum Beispiel zum Thema 120 Meter Höhenbeschränkung der C0-Drohnen, was es damit auf sich hat, auch zum Thema Startpunkt und Fliegen über Grund und verschiedene Ansichten, die auch nicht immer ganz richtig sind, weil da vielleicht ein bisschen das Detailwissen fehlt. Und da will ich euch noch mal ein paar Sachen an die Hand geben, an Hintergrundinformationen und vor allen Dingen, was uns da in Kürze an großen Änderungen nochmal bevorstehen wird, speziell auch für die Mini 4 Pro Modelle. Das wollen wir uns zum einen anschauen, dann auch wie es mit der nachträglichen Klassifizierung der Mini 3 Modelle aussieht. Da habe ich auch nochmal Neuigkeiten für euch und auch was das für Änderungen bedeutet und was ihr vielleicht auch beachten müsst oder jetzt schon mal vorplanen müsst. Und dann auch das Thema, was von dem einen oder anderen von euch angesprochen wurde, ob es nicht die Möglichkeit gibt, die Mini 4 Drohnen nachträglich noch als C1 klassifizieren zu lassen, denn sie sind momentan ja C0. Das hört sich erstmal komisch an, weil es wäre ja eine schlechtere Klasse, aber dadurch würde einiges an Vorteilen auch entstehen. Eigentlich kein dummer Gedanke und mit dem Gedanke sind wir nicht allein auf der Welt. So viel sei schon mal vorausgenommen oder vorweggenommen. Das wollen wir uns alles im Detail anschauen. Dann auch nochmal das Thema Akku und Akkugewicht, noch eine Kleinigkeit hinten dran. Jetzt sei nur gesagt, unten in der YouTube-Beschreibung, dort findet ihr wie gesagt alle Links dazu. Den Kanal gern abonnieren, wenn ihr es nicht ohnehin schon gemacht habt und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, dann seid ihr bei den nächsten Videos zum Thema Drohnengesetze oder unsere Drohnentests zu den neuesten Modellen, die wir ja hier immer sehr früh und sehr zeitig zeigen können, wie auch für die Mini 4 Pro und alle anderen Modelle, dann seid ihr da wieder mit dabei. Wenn euch im Nachgang oder während des Videos das Video so gut gefallen hat, dass ihr unbedingt ein Like hinterlassen wollt, dann könnt ihr das natürlich gerne tun und unten freue ich mich über Kommentare auch zum aktuellen Thema, was ihr davon haltet oder ob ihr noch offene Fragen habt und dann starten wir jetzt mit den Details. Sehr viele Fragen und die meisten Diskussionen sind aufgetaucht zum Thema maximale Flughöhe von 120 Metern. Warum zu dem Thema und warum jetzt? Denn diese maximale Flughöhe von 120 Metern ist ja nichts Neues. Sie ist ja seit Beginn der EU-Drohnenverordnung 2021 fest verankert, dass man mit jeder Drohne maximal nur 120 Meter über Grund fliegen darf, also sprich senkrecht unter der Drohne bis zum Erdboden gemessen quasi. Was ist da jetzt neu oder besonders dran in den letzten Tagen? Nun, die Mini 4 Pro ist rausgekommen. Das ist eine der ersten Drohnen mit einer Drohnenklasse C0. Und in dieser Drohne war diese Höhenlimitierung von 120 Metern das erste Mal fest verankert. Und zwar auch nicht über Grund, sondern über dem Startpunkt quasi.
Und wie ihr es hier seht, konnte man das auch in der DJI Fly App nicht weiter verändern, sondern maximal bis 120 Meter hochschieben. Das, was ich euch hier abgefilmt habe, war übrigens ein paar Zeilen zu hoch, was falsch ist. Das war die maximale Rückkehrflughöhe, aber auch der Slider für die maximale richtige Flughöhe, der sah 1:1 genauso aus. Und das war bis jetzt in den DJI-Drohnen immer anders. Das konnte man selbst bis zu 500 Metern hochziehen und muss man sich selber als Pilot einfach immer kümmern, da wirklich alle Gesetzesansprüche zu erfüllen dementsprechend. Warum hat sich das geändert und was ist neu hier? Und was dann noch ein bisschen zur Verwirrung dazu beigetragen hat, war, dass kurz nach meinem letzten Video es nochmal ein Firmware-Update für die Mini 4 Pro gab. Und da ist das Limit wieder aufgehoben worden. Und wie ihr hier seht, konnte man danach das Ganze dann wieder bis 500 Meter hochziehen. Aber da kann ich euch jetzt schon sagen, das ist nicht der finale Status und das wird sich nochmals in Kürze ändern. Dazu nachher aber mehr. Aber was hat es mit dieser ganzen Geschichte überhaupt auf sich? Will uns da DJI einen reinwürgen oder was sind die Hintergründe? Und da ein ganz klares Nein, denn DJI muss da verschiedene Auflagen erfüllen und die sind eben ganz neu für die C0-Drohnen. Die schauen wir uns auch nochmal im Detail an und was da für Möglichkeiten bestehen. Kurz zuvor aber nochmal ein, zwei Sätze, um das Ganze zu umreißen mit den Drohnenklassen, nämlich C0 und C1 und um auch die späteren Diskussionen besser verstehen zu können. Die Drohnen werden ja in Drohnenklassen eingeteilt, beziehungsweise die Drohnenhersteller können sich sozusagen für die Drohnenklassen bewerben und die Drohnen müssen dann verschiedene Anforderungen erfüllen und bekommen dann quasi eine Klassifizierung oder eine Zertifizierung für eine Drohnenklasse. Die Drohnenklasse C0 ist speziell nur vorgesehen für Drohnen unter 250 Gramm. Andere können sich dafür sozusagen gar nicht bewerben. Und das ist eigentlich die bestmöglichste Drohnenklasse erstmal vom prinzipiellen Gedankengut her, denn das ist die Drohnenklasse mit dem geringsten Risiko. Da versucht natürlich jeder erstmal seine Drohnen reinzubekommen, wenn sie überhaupt unter den 250 Gramm liegen. Die nächste Drohnenklasse, die geht bis 900 Gramm. Da liegen zum Beispiel Drohnen wie die DJI Air 3 oder die DJI Mavic 3 Classic drin und haben auch diese Klassifizierung dementsprechend erhalten. In der Drohnenklasse C0 ist es so, man hat als Pilot, wenn man eine Drohne der Drohnenklasse C0 kauft, besonders wenig Auflagen, also wenig Anforderungen und darf aber gleichzeitig besonders viele. Und das ist ja eine super angenehme Geschichte. Zum Beispiel braucht man für Drohnen der Drohnenklasse C0 keinen Drohnenführerschein. Das bekommt natürlich gerade den Neueinsteigern entgegen, die erstmal schauen wollen, ist das das richtige Hobby oder die einfach extrem wenig geringe Hürden nur nehmen wollen, sozusagen, um in das Hobby einzusteigen. Man braucht lediglich eine gültige Drohnenversicherung. Da verlinke ich euch wie immer unten auch nochmal unseren Drohnenversicherungsvergleich. Und man muss sich beim Luftfahrtbundesamt registrieren und die UAS-Betreiber-ID auf der Drohne aufbringen. Das muss man ja immer bei allen Drohnen. Das ist relativ schnell und fix gemacht. Und dann ist man soweit schon fertig und kann sozusagen direkt starten. Und dann kommt noch dazu, trotz der wenigen Auflagen, darf man mit den C0-Drohnen maximal viel, nämlich man darf in der Drohnenkategorie Open A1 fliegen. Das ist die bestmöglichste Drohnenkategorie, denn da darf man maximal viel. Man darf sehr nah an Menschen fliegen zum Beispiel und man darf auch sogar in Wohngebieten fliegen, über Gewerbegebieten und so weiter. Eine bessere Drohnenkategorie gibt es sozusagen nicht und das ist natürlich eine sehr spannende Kombi. Wo gibt es da jetzt Probleme oder warum will man vielleicht doch lieber in der Drohnenklasse C1 fliegen, wo wir später nochmal zukommen? Dazu nochmal kurz die Drohnenklasse C1 erklärt. Da darf man eigentlich genauso viel, nämlich auch in der Kategorie Open A1 fliegen, also wieder sehr nah an Menschen und auch in Wohngebieten und so weiter. Aber man hat schon mal ein bisschen mehr Auflagen. Man muss sich natürlich trotzdem registrieren, braucht trotzdem eine Drohnenversicherung, aber man muss auch mindestens den kleinen Drohnenführerschein gemacht haben. Das ist kein großer Aufwand, aber einfach schon mal ein bisschen mehr. Also warum sollte man freiwillig in die Drohnenklasse C1 rein wollen zum Beispiel oder warum sollte die besser sein? Eine zweite Kleinigkeit, die die C1-Drohnen noch unterscheidet, ist das Thema Fernidentifizierung. Bei den C1-Drohnen genügt es nicht nur, die UAS-Betreiber-ID sichtbar auf der Drohne anzubringen, sondern sie muss auch in der Firmware, in der Software mit eingetragen werden. Bei DJI ganz einfach in der DJI Fly App, da kann man die ID eingeben und dann kann sich die Drohne eben dementsprechend auch selbstständig identifizieren und das ist auch Vorgabe in der C1-Kategorie. Jetzt schauen wir uns das grundlegende Konstrukt mal an und wenn doch dieses maximale Höhenlimit von 120 Metern über Grund so oder so vorgegeben ist für alle und schon immer, wie kann es sein, dass es dann in den zwei Klassen Unterschiede gibt und bei den einen das frei einstellbar ist sozusagen in der Firmware und bei den anderen Drohnen nicht, wenn für uns Piloten doch überall das Gleiche gilt? Dazu muss man verstehen, die EU-Drohnenverordnung, die splittet sich quasi in zwei Hauptteile, nämlich die Durchführungsverordnung
und die delegierte Verordnung. Und das sind zwei unterschiedliche Teile sozusagen der EU-Drohnenverordnung, die für unterschiedliche Gruppen zuständig sind, nämlich die EU-Durchführungsverordnung bzw. die Durchführungsverordnung der EU-Drohnenverordnung, die ist für uns Piloten gedacht. Das heißt, da ist der Betrieb der Drohnen geregelt, was wir damit dürfen, was wir nicht dürfen. Da sind zum Beispiel auch die ganzen Drohnenkategorien Open A1, A2, A3 genau drin beschrieben. Und da steht zum Beispiel auch drin, dass wir jederzeit immer nur 120 Meter über Grund fliegen dürfen. Also wie gesagt, senkrecht unter der Drohne runtergemessen. Und das ist für uns bindend. Und das ist auch eigentlich das, was für uns nur hauptsächlich wichtig ist, was in dieser Durchführungsverordnung dementsprechend drinsteht. Denn die ist speziell für uns und den Betrieb, wie gesagt, vorgesehen. Trotzdem gibt es noch ein großes zweites Schriftwerk. Das ist die delegierte Verordnung. Und die ist speziell sozusagen für die Händler oder vor allem für die Hersteller geschrieben. Nämlich da steht drin, welche Vorgaben ihre Drohnen zu erfüllen haben, damit sie eben in die einzelnen Klassen rein können. Das ist für uns wieder als Drohnenpiloten eher irrelevant, denn wir wollen ja nachher nur wissen, welche Klasse hat die Drohne bekommen. Und das steht ja dann auch auf der Verpackung auf der Drohne drauf. Aber die Hersteller müssen ja genau wissen, was da diese Vorgaben sind. Und das steht eben da drüben drin. Und das müssen wir uns jetzt auch mal angucken, um diese Probleme überhaupt zu verstehen. Und da stehen teilweise ein bisschen andere Geschichten drin, wie das, was uns Drohnenpiloten betrifft. Und das ist ja auch logisch, denn da geht es ja mehr um technische Voraussetzungen und technische Machbarkeiten und so weiter. Und das ist alles immer ein bisschen anders wie das, was nachher in der Praxis eben gelebt werden muss. Das könnt ihr euch auch ähnlich auf dem Automobilsektor zum Beispiel vorstellen, dass die Autohersteller entweder gesetzliche Vorgaben haben oder in Deutschland ist es, glaube ich, nur so, dass man sich da einfach nur so geeinigt hat, dass die Fahrzeuge zum Beispiel auf eine Maximalgeschwindigkeit von 250 km/h begrenzt werden. Das heißt aber dann für die Fahrer und selbst die Führerscheinbesitzer ja nicht, dass man überall 250 km/h fahren darf, sondern trotzdem müssen die natürlich auf die Regelungen gelten, was ihnen in der Fahrschule beigebracht wurde und ortstechnisch dann 50 oder 30 fahren, Bundesstraße eben dann 100 und so weiter und so fort und das auch je Land. Das heißt, nur weil das Gerät das kann, entbindet das den Benutzer ja nicht davon, sich trotzdem an die gesetzlichen Regelungen zu halten. Und dann kommen wir hier zu dem Thema, wo der Gesetzgeber gesagt hat, wir müssen einfach für die Drohnen der ganz kleinen Klasse, die zwar viel dürfen, aber wo auch die Leute fliegen, die vielleicht nicht ganz so fit sind, weil sie auch gar keinen Drohnenführerschein brauchen, da müssen wir die Regelungen auch technisch schon ein bisschen enger ziehen, sodass damit weniger passieren kann und nicht auch aus Versehen etwas passieren kann. Und da wurde eben ganz klar gesagt, hier muss das Höhenlimit, damit eine Drohne ohne Führerschein eben in der Klasse C0 geflogen werden kann oder überhaupt die Klasse C0 bekommt, um ohne Drohnenführerschein geflogen werden zu können, so rum gesagt, muss die Drohne ein ganz festes Höhenlimit haben und das liegt bei 120 Metern, welches technisch auch gar nicht überschritten werden kann. Und um dann noch sicherer zu sein, weil eine Drohne selber eben nicht die Höhe über Grund genau messen kann, weil sie typischerweise gerade diese leichten Drohnen die Sensoren dafür auch gar nicht haben, sondern mit den Bodensensoren nur in Bodennähe wirklich genau messen können, wenn sie weiter oben sind, aber diese Höhenmessung eigentlich nur über ihr Barometer und Druckunterschied machen, was auch sehr genau funktioniert, aber was im Umkehrschluss bedeutet, sie können diesen hohen Unterschied auch nur in Relation zu ihrem Startpunkt messen. Deswegen sagt der Gesetzgeber, dass dieses Höhenlimit festgesetzt sein muss für Drohnen der C0-Klasse, nicht über Grund, so wie es gesetzlich für die Piloten eigentlich vorgeschrieben ist, sondern über dem Startpunkt, einfach um das Ganze technisch sauber lösen zu können. Und mit den Mitteln, die die Sensorik eben aktuell hergeben. Und das ist eben der einzige Weg. Das heißt, eine C0-Drohne muss ein fest eingebautes Höhenlimit haben von maximal 120 Metern über dem Startpunkt und nicht über Grund. Und das ist die Vorgabe, die die Hersteller haben, um so eine Drohne zu bauen. Bedeutet im Umkehrschluss trotzdem, wir als Piloten müssen uns darum kümmern, nicht höher als 120 Meter über Grund zu fliegen. Und genau bei dem Thema startet jetzt die Diskussion und da kann es auch zu den ein oder anderen Problemen kommen, da uns diese Regelungen und die Vorgaben, die die Drohnen haben, dann eben ein bisschen beschneiden sozusagen in dem, was wir eigentlich dürfen. Denn jetzt gibt es zum Beispiel das Szenario, ihr wollt am Berg fliegen und Berggipfel weiter oben irgendwie filmen oder wie auch immer und ihr seid beispielsweise komplett im Tal und fliegt mit der Drohne hangaufwärts.
dann dürftet ihr theoretisch ja die ganze Zeit auch diese maximale Flughöhe von 120 Metern anheben im Verhältnis zum steigenden Hang, denn es zählt immer der 120 Meter Abstand über dem Grund direkt unter der Drohne. Aber wenn die Drohne wie eine C0-Drohne jetzt ein fest eingebautes Höhenlimit hat, was vom Startpunkt auf 120 Meter gemessen wird und der Hang steigt an und der Hang steigt irgendwann zum Beispiel jetzt übertrieben gesagt auch irgendwann so weit an, dass er selber bis zu 120 Metern über dem Tal liegt, dann hätte die Drohne ja da nur eine Höhe von 0 sozusagen, weil sie nicht höher über dem Startpunkt steigen kann und würde dann in den Hang reinfliegen oder typischerweise, ihr müsstet dort bremsen und könntet halt nicht weiter, weil ihr nicht weiter höher könnt. Und das ist definitiv so, das ist gesetzestechnisch auch gewollt. Das ist halt einfach eines der kleinen Mankos, wo man sagt, man muss da mehr Sicherheit reinbringen. Das Ganze ist gesetzestechnisch auch fest verankert. Wir haben jetzt den Sonderfall, dass das aktuell in der aktuellen Firmware von der DJI Mini 4 Pro aufgehoben wurde. Aber da das Ganze gesetzlich wirklich fix ist und auch vorgeschrieben ist, ist meine feste Aussage, und da bin ich mir ziemlich sicher, und da könnt ihr euch auch relativ sicher darauf verlassen, dass das so passieren wird, dass spätestens im nächsten Firmware-Update das Ganze auch wieder reinkommt und das Höhenlimit dann wieder drin ist in der Mini 4 Pro. Und dann wird das auch für alle Zeit so bleiben, weil das einfach gesetzlich Fakt ist und dementsprechend vorgeschrieben ist. Bevor wir dann gleich zu möglichen Lösungen kommen oder was das Ganze auch für die Zukunft bedeutet und auch wie das die Mini 3, Mini 3 Pro Drohnen noch betreffen wird, jetzt nochmal ein kleiner Einblick, wie das eben bei den C1 Drohnen aussieht oder bei allen anderen Drohnenklassen und warum das diese nicht betrifft. Nun, da hat der Gesetzgeber gesagt, da ist ja die Hürde auch schon höher gelegt, da braucht man auch schon den kleinen Drohnenführerschein mindestens, das heißt, da sind schon geschultere Piloten sozusagen am Werk und denen kann man selbstständig anvertrauen sozusagen, dass sie sich ja anhand der Durchführungsverordnung an diese Höhe über Grund halten, auch mit dem Gerät umgehen können und auch diese Höhe über Grund richtig verstehen und die Drohne eben dementsprechend selber navigieren. Und da kann man dann den Herstellern deswegen auch gestatten für die Klasse C1 und höhere liegende Klassen, dass dort dieses Höhenlimit zwar drin ist, aber dementsprechend auch aufgehoben werden kann in Eigenverantwortung von den Piloten. Und da habe ich euch auch extra mal aus der Delegierte-Verordnung dementsprechend die Paragraphen rausgesucht. Und das ist in der Delegierte-Verordnung EU 2019-945 Anhang Teil 1 Punkt 3 Vorgabe für Drohnen der Drohnenklasse C0 erstmal, was dafür drin steht. Und da steht ganz klar drin, seine maximal erreichbare Höhe liegt bei 120 Meter über dem Startpunkt. Also nicht über Grund, sondern über Startpunkt. 120 Meter muss fest sein als maximale Flughöhe, damit eine Drohne eben diese Klassifizierung C0 überhaupt bekommen kann. Da gibt es kein Wenn und Aber, da gibt es auch keinen Übergrund. Das ist sehr einfach und sehr klar dementsprechend formuliert und deswegen ist das auch für DJI und alle anderen bindend und deswegen wird sich da in Kürze garantiert was tun. Schauen wir uns das Ganze jetzt nochmal für die Drohnen der Drohnenklasse C1 an und wie sich da das Ganze anhört. Bei den Drohnen der anderen Klassen wie der Drohnenklasse C1 bedeutet das, es hat eine maximal erreichbare Höhe von 120 Metern über den Startpunkt oder ist mit einem System ausgestattet, das die Höhe über der Oberfläche, sprich über Grund, oder über dem Startpunkt auf 120 Meter oder auf einen Wert begrenzt, der vom Fernpiloten eingestellt werden kann. Ist der Wert einstellbar, müssen dem Fernpiloten während des Fluges klare Angaben zur Höhe des UA über der Oberfläche oder dem Startpunkt geliefert werden. Sprich, da gilt eigentlich das Gleiche, Höhe zum Beispiel auch über Grund oder alternativ über dem Startpunkt, aber es kann auch vom Hersteller so gelöst sein, dass das Ganze einstellbar ist. Wenn es einstellbar ist, dann muss dem Piloten aber die Möglichkeit gegeben werden, die Höhe über Grund oder über dem Startpunkt selber quasi mitzubekommen, indem es eben in der App oder in einem System angezeigt wird. Und das ist bei DJI ja schon immer so. Man sieht ja links unten seine Flughöhe über dem Startpunkt. Das ist damit erfüllt. Also darf zum Beispiel für die Drohnenklasse C1 das DJI so regeln, wie sie es auch schon immer regeln. Man darf den Schieberegler auch über 120 Meter ziehen. Man bekommt dann sogar nochmal so ein Pop-up-Fenster, wo dann drin steht, Achtung, du überschreitest jetzt wahrscheinlich das, was du legal darfst. Du musst dich selber drum kümmern, das Ganze einzuhalten, weil du die Grenze jetzt höher gezogen hast und die Drohne es selber dementsprechend nicht mehr limitiert.
Soweit erstmal die Fakten nach dem aktuellen Stand der Technik oder dem aktuellen Stand der Gesetzgebung. Und die Diskussion hat sogar so weit geführt, dass sehr viele Mini 3 oder Mini 3 Pro Besitzer gesagt haben, das ist für mich sogar ein Grund, nicht auf die Mini 4 Pro zu wechseln, denn mir ist es wichtig, eben diese Freiheiten im Sinne der freien Maximalhöhlenwahl sozusagen zu haben, weil ich vielleicht auch in Umgebungen fliegen will, wo ich das mal brauche, Hang aufwärts oder wie auch immer. Warum das aber in Kürze die Mini 3 und Mini 3 Pro Drohnenbesitzer genauso betreffen wird und die vor der gleichen Problematik stehen, wollen wir uns jetzt erstmal anschauen, was die Mini 4 Pro Besitzer vielleicht machen können, um das Ganze zu vermeiden. Ganz simple, aber eher unpraktikable Lösung ist natürlich, wenn ihr zum Beispiel eben dieses Hang-Aufwärts-Problem habt, dann mit der Drohne einfach weiter oben am Hang nochmal dementsprechend zwischenzulanden. Denn ab dem Zeitpunkt, wo ihr zwischenlandet, wird der neue Landeplatz ja wieder als Startpunkt sozusagen gesetzt und ihr habt ab dem neuen höheren Startplatz dann wieder 120 Meter in der Höhe. Das heißt, ihr müsstet aber hinter der Drohne erstmal hoch hinterherlaufen, um einen sicheren Landeplatz zu finden oder genau wissen, dass ihr da oben sicher landen könnt. Also eher eine unpraktikable Lösung. Das nächste Thema ist natürlich das Thema mit der Firmware. Wir haben jetzt gerade hier so eine Firmware eben drauf, wo es irgendwie zufällig gerade frei geschaltet ist, sozusagen das Höhenlimit. Das heißt, da wäre die Möglichkeit, ab jetzt nie wieder ein Firmware-Update zu machen. Ihr solltet euch vor den nächsten Updates, wenn euch das sehr wichtig ist, auch auf jeden Fall vorher informieren, weil wie gesagt, meine Aussage ist, es wird auf jeden Fall sehr sicher wieder reinkommen, das Limit. Und da dann vielleicht erstmal umhören, ob es beim nächsten Firmware-Update wirklich schon mit dabei ist. Und dann müsst ihr eben selber entscheiden, ob es euch wichtiger ist, neue Funktionen und Bugfixes zu bekommen, was ich immer empfehlen werde, die neue Firmware drauf zu machen. Oder ob es euch so wichtig ist, diese Freiheit zu haben, dass ihr immer auf der aktuellen alten Firmware bleibt. Die Firmware, mit der die Mini rausgekommen ist, war die 1.0.0.1. In der aktuellen Version, der 1.0.0.2, da ist eben das Firmware-Limit gerade fehlend sozusagen und bis zu 500 Metern. Und mit den kommenden werden wir eben sehen, was dementsprechend passiert. Und das sind die einzigen Möglichkeiten, die einem bleiben, denn gesetzestechnisch sind DJI da einfach die Hände gebunden sozusagen. Die Vorgaben existieren und müssen dementsprechend erfüllt werden. Und dann kommen wir jetzt zu den ganzen Mini 3 und Mini 3 Pro Piloten, die sagen, das ist für mich auch ein Grund, nicht auf eine Mini 4 Pro umzusteigen, denn ich will diese Freiheit der freien Höhenwahl sozusagen auf jeden Fall haben und nicht aufgeben. Deswegen bleibe ich einfach bei meinem alten Modell, obwohl mir vielleicht die Mini 4 Pro ansonsten besser gefällt oder ich die ein oder anderen Funktionen gerne hätte oder nutzen würde. Und da kommen wir jetzt leider zu einem kleinen Problem, denn das Thema Nachklassifizierung für die Mini 3 oder Mini 3 Pro Modelle, das war ja auch schon immer im Gespräch. Viele haben danach gefragt. Das ist ja auch eine Aufwertung für eine Drohne, wenn ich eine Drohnenklasse habe, auch im Sinne vom Wiederverkauf. Und für die Mavic 3 Modelle zum Beispiel hat das DJI ja auch nachträglich angeboten und diesen Prozess nachträglich durchlaufen. Warum ist es nicht ganz so spannend für die Mini 3 Modelle? Nun, weil es da eine spezielle Regelung gibt für Drohnen, die nicht klassifiziert sind und unter 250 Gramm wiegen. Die können auch dauerhaft ohne Einschränkungen und für alle Zeit in der Kategorie Open A1 und ohne Drohnenführerschein weitergeflogen werden. Für alle Drohnen über 250 Gramm, da sieht es anders aus. Die sind eigentlich besonders schlecht gestellt, aber unter 250 Gramm ohne Drohnenklasse, da ist quasi alles identisch sozusagen, plus dass sie eben diese Auflage ja noch nicht haben mit diesem festen Höhenlimit. Also da ist es eigentlich sogar fast gut, wenn sie noch keine Klassifizierung haben. Trotzdem will man das Ganze ja irgendwie ein bisschen zukunftssicher machen. Und da kann ich euch jetzt schon sagen, denn es gibt ja verschiedene Dokumente, auch von den offiziellen Behörden oder von der EASA, wo solche zukünftigen Klassifizierungen beantragt werden müssen oder auch dann festgeschrieben werden und dokumentiert werden. Da kann man vielleicht auch den einen oder anderen Einblick erhaschen und da will ich euch mit dem Augenzwinkern schon mal sagen, ich bin mir ziemlich sicher, dass in sehr kurzer Zeit eben diese Klassifizierung für die Mini 3 Drohnen oder zumindest für die Mini 3 Pro dementsprechend auch kommen wird. Und da ist natürlich logisch, wenn die Mini 3 Pro diese Klassifizierung erhält, dann muss sie auch all diese Auflagen wieder erfüllen, also auch dieses feste Höhenlimit. Und das muss DJI durch die Firmware sicherstellen. Das heißt, es wird mit dieser Klassifizierungsmöglichkeit dann auch ein Firmware-Update für die Mini 3 Pro geben, die dieses feste Höhenlimit dementsprechend dann genauso drin hat wie in der Mini 4 Pro.
Das heißt, ab dem Zeitpunkt stehen auch alle Mini 3 Pro Kunden sozusagen vor der gleichen Entscheidung wie die Mini 4 Pro Kunden. Will ich das Höhenlimit weiter behalten, darf ich ab dann kein Firmware-Update mehr machen, denn es wird da garantiert keine zwei verschiedenen Firmware-Updates geben, je nachdem, ob man Drohnenklasse haben will oder nicht, dann eins mit und ohne, sondern genauso wie bei den Mavic 3 Modellen wird dann für alle Zukunft es ein Firmware-Update oder eine Firmware sein, die eben der Klassifizierungsvorgabe dementsprechend entspricht und eben dieses Höhenlimit dann auch mit drin habt. Das heißt, da müsst ihr auch sehr vorsichtig sein, wie viele Firmware-Updates ihr dementsprechend noch mitmacht. Meine Empfehlung trotzdem, immer alle Firmware-Updates mitzumachen, denn es werden ja auch Bugs oder Fehler oder Probleme behoben oder andere Updates mit eingepflegt. Da müsst ihr aber genau schauen und da ist dann auch wieder alles so ein bisschen relativ aufgehoben, was jetzt eben bis jetzt die Aussage war von wegen Mini 3, klarer Vorteil gegenüber der Mini 4 wegen dieser Höhenlimitsgeschichte. Und dann haben wir noch ein Thema, was eben das Thema Höhenlimit betrifft, wie man das vielleicht noch umgehen könnte. Und das kam auch von vielen von euch in den Kommentaren oder auch in weiteren Gesprächen oder in den Kommentaren zu meinem letzten Video unten drunter, dem der ein oder andere von euch vorgeschlagen hat oder die Idee hatte, wie sähe es denn aus, wenn DJI diese Drohne eben nicht als C0 klassifiziert, sondern als C1, sodass man auch den Drohnenführerschein zwar braucht, aber dann wieder eben von diesem Limit weg wäre oder ob man das nicht nachträglich oder auf Wunsch machen kann. Und das ist natürlich ein ziemlich cooler Vorschlag und da kann ich euch jetzt schon sagen, auf die Idee seid nicht nur ihr gekommen, sondern da denken auch ganz andere schon nach, denn wie auch DJI selber, die sind ja da eigentlich auf unserer Seite. Wenn ihr logisch überlegt, die wollen natürlich maximal viele Drohnen verkaufen, die wollen, dass das Ganze auch einfach benutzt werden kann, mit möglichst geringen Hürden, trotzdem aber sicher ist. Also denken die ja auch darüber nach und versuchen uns quasi nicht Steine in den Weg zu legen, aber haben einfach Gesetzesauflagen, die sie erfüllen müssen. Das heißt, da sind auch garantiert Diskussionen im Gange sozusagen, in welche Richtung die gehen. Das muss letztendlich der Gesetzgeber dementsprechend auch entscheiden, denn der sagt, was möglich ist und was nicht möglich ist. Und da ist noch ein bisschen was anderes auch der Hintergrund, um das besser verstehen zu können. Und zwar ist das ähnlich auch wieder als die Analogie im Kfz-Bereich. Man kann ein Gerät, eine Drohnenart sozusagen oder ein Modell nicht mit mehreren Klassen gemischt zertifizieren. Das ist momentan nicht vorgesehen. Das ist wie wenn ihr ein Fahrzeug auf den Markt bringt und das wird als landwirtschaftliches Gerät oder Baumaschine so gesagt zugelassen. Dann könnt ihr das nicht ohne weiteres dann einfach als Personenkraftwagen in Verkehr bringen oder benutzen oder selber entscheiden. Oder am nächsten Tag dann als Bus nutzen oder wie auch immer, sondern das ist dann erstmal so in dieser Art und Weise quasi kategorisiert und so ist das auch mit den Drohnenklassen. Das heißt, die Mini 4 Pro ist jetzt erstmal eine C0 Drohnenklasse. Es gäbe zum Beispiel das Gedankenkonstrukt zu sagen, man macht dann einfach nochmal ein Pseudomodell Mini 4 Pro XY, Mini 4 Pro C oder so, was eigentlich trotzdem die gleiche Drohne ist, aber nochmal einen eigenen Namen sozusagen bekommt und man dafür nochmal eine eigene Drohnenklasse beantragt und dann sagt, wir könnten zwar C0 erreichen, aber wir machen die Software so, dass das Höhenlimit nicht drin ist und deswegen machen wir sie dann trotzdem als C1 und geben das den Kunden frei. Das ist so eigentlich eine Möglichkeit. Man muss aber dann ganz klar sagen, man muss überlegen, wie vielen Leuten nutzt das und was hat es für Vor- und Nachteile und macht das Ganze überhaupt Sinn? Da ist auch ein bisschen mein Ansatz. Ihr müsst überlegen, die EU-Drohnenverordnung, da sind wir ja jetzt nach all den Jahren endlich glücklich, dass ab 2024, wie ich es euch in einem anderen Video erklärt habe, alles sehr, sehr viel einfacher wird, weil diese ganzen Übergangsgeschichten wegfallen und die ganze Regelung eigentlich relativ einfach und klar ist, so wie sie ursprünglich mal vorgesehen wurde, mit relativ wenig Drohnenklassen, die uns überhaupt betreffen, mit ganz klaren und einfachen Regeln. Und wenn wir da jetzt anfangen, wieder so Sonderkonstrukte zu machen mit einzelnen Drohnen, die dann wieder bei sein können, was dann vielleicht Neuanfänger überhaupt nicht verstehen und im Laden das falsche Modell kaufen und dann doch nicht wissen, hätte ich dafür jetzt einen Führerschein gebraucht oder nicht, dann entstehen natürlich wieder Unklarheiten, dann passieren wieder irgendwelche Sachen, dass Fehler gemacht werden und so weiter und so fort. Von daher muss man ganz klar überlegen, will man solche Konstrukte, wie viel Leuten bringt das was, wem bringt das nichts? Ist dann nicht vielleicht der Weg, sich dann doch eine R3 zuzulegen, wenn man kompliziertere Sachen machen will? Aber ich verstehe natürlich auch komplett eure Ansätze, zu sagen, ich brauche eine ultraleichte Drohne, habe aber ohnehin den Drohnenführerschein und will damit eigentlich auch alles machen können, was ich darf. Und mich stört es, wenn ich dementsprechend gesetzlich da sozusagen kastriert bin. Also jedes Lager hat da seine Vor- und Nachteile.
Da müssen wir mal schauen, wo das Ganze dann hinläuft, ob sich da Gesetzgeber und Hersteller noch auf irgendwas einigen oder irgendeine neue schlaue Idee rausfinden oder da sogar noch irgendwas aufgeweicht ist. Dazu kann man jetzt aktuell noch recht wenig sagen. Und dann habe ich als letztes Thema für euch zum Thema Mini 3 und Mini 4 noch eine kleine Geschichte. Das ist schon fast, kann man das unter der Rubrik Fun Fact laufen lassen sozusagen. Also schon fast ein bisschen lustigere Geschichte, die aber trotzdem einen ernsten gesetzlichen Hintergrund hat. Und zwar habe ich euch in den Vorstellungsvideos von der Mini 4 Pro ja erzählt, dass die Akkus untereinander kompatibel sind und dass man die von der Mini 3 oder Mini 3 Pro problemlos dann auch in der Mini 4 Pro benutzen kann. Das ist auch wirklich so. Es sind aber nicht hundertprozentig die gleichen Akkus. Da bin ich von ausgegangen, weil sie äußerlich absolut identisch aussehen und eben funktionieren. Der Unterschied ist zwar sehr klein, aber trotzdem gravierend. Und der Unterschied sind 2 bis 3 Gramm, die Mini 3 Akkus schwerer sind als die von der Mini 4 Pro. Die wurden anscheinend extra um diese wenigen Gramm abgespeckt, weil hier ja wieder noch mehr Technik rein musste mit dieser omnidirektionalen Hinderniserkennung und so weiter und so fort. Und die 2 Gramm, die machen wirklich den Unterschied, dass wenn ihr die Mini 3 Akkus in der Mini 4 benutzt, die Drohne, wie ihr es hier seht, nicht mehr 249 Gramm wiegt, also unter 250 Gramm, sondern genau knapp über diese Grenze drüber rutscht, nämlich auf 251, 252, 253 Gramm und damit nicht mehr legal ist, da sie eine Klasse C0 hat und unter 250 Gramm liegen muss. Und deswegen dürft ihr offiziell diese Akkus eigentlich nicht fliegen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob DJI die sogar so einfach verkaufen dürfte. Denn auch der Hersteller muss sicherstellen, dass auch mit allem Zubehör, was für die Drohne erhältlich ist, die Drohne nicht über diese Grenze drüber kommt. Deswegen gibt es da auch keine Propellerschutzgeschichten mehr für die Mini-Modelle oder so, weil die dann immer drüber kommen würde und mit allem Zubehör nicht über die Grenze kommen darf. Jetzt kann DJI ganz klar sagen, gut, die Mini 3 Akkus sind einfach kein Zubehör für die Mini 4 Pro und sicherlich darf sie die auch nicht so bewerben, aber trotzdem ist das schon ein bisschen Grauzone. Und wenn man überlegt, es gibt ja auch diese Export-Akkus, die Flugzeit, also offiziell von DJI gibt es diese Akkus, diese Battery Plus, wie sie glaube ich heißt, und die pimpt mir sozusagen nochmal die Flugzeit auf über 45 Minuten von den Mini 4 Pro Modellen und die dürfen ja auch in Europa genau deswegen nicht verkauft werden, weil die Akkus auch schwerer sind und damit das Gewicht steigen würde und deswegen dürfen die hier nicht mal in den Markt gebracht werden und auch nicht erhältlich sein. Von daher auch die andere Geschichte, müsst ihr selber überlegen, was ihr draus macht. Jedenfalls habt ihr es jetzt hier nochmal gehört, was es eben mit diesen 2-3 Gramm Unterschied auf sich hat. Und damit sind wir durch mit den ganzen doch sehr speziellen Themen für die ganzen Mini-Piloten sozusagen unter euch, Mini 3 und Mini 4. Da wisst ihr, was jetzt auf euch zukommt, auf was ihr achten müsst und ja, was auch die Mini 3 Kunden dementsprechend erwartet. Vielleicht muss der eine oder andere dann doch nochmal überlegen, ob dann nicht sogar fast egal ist, dann doch den Umstieg auf Mini 4 zu machen. Schauen wir mal, was uns da genau entgegenkommt noch alles und wie viele Sachen dann dementsprechend so eintreten, wie ich mir ziemlich sicher bin, dass sie eintreten werden. Ich bin da mal gespannt. Kommentiert doch gerne mal unten, inwieweit euch das betrifft, was ihr davon haltet. Ob ihr auch ein paar derjenigen seid, die zum Beispiel die Firmware-Updates dann zukünftig nicht mehr mitmachen würden oder die deswegen auch bis jetzt von der Mini 3 nicht umrüsten wollten auf eine Mini 4. Das würde mich mal sehr interessieren, was da eure Hintergründe dementsprechend sind. Wie gesagt, gerne den Kanal abonnieren, dann seid ihr bei zukünftigen Videos wieder mit dabei, wenn es über gesetzestechnische Geschichten geht oder eben Testberichte zu den Drohnen oder Neuvorstellungen, mit denen wir ja sehr früh und extrem früh immer mit dabei sein können. Dementsprechend. Mir würde es wie immer sehr helfen, wenn ihr gerne ein Like für das Video hinterlasst, gerne einen Kommentar. Abonnieren habe ich schon gesagt und damit bin ich eigentlich durch. Und es hat mir wieder viel Spaß gemacht, das Ganze für euch aufzubereiten. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal.